Hermann Teufel, Freitag der 13. in Schopau ist für Sie ein besonders glücklicher Tag, kann man sagen. Hier wird gewerkelt bis zum Schluss. Woran denn? An dem ersten deutschen Enduro-Motorradmuseum in Deutschland. Wahrscheinlich sogar europaweit, denke ich mal ganz einfach. Was gibt es denn hier zu sehen? Hier gibt es in erster Linie mal Motorräder zu sehen, die den Geländesport und den Enduro-Sport Deutschlands bzw. auch mittlerweile Europas hier präsentieren. Von 1926, unsere älteste Maschine, bis 2013, 2014 haben wir die komplette Bandbreite quasi abgebildet. Und es handelt sich in erster Linie natürlich um, ja, ich sage mal, Meistermaschinen, Werksmaschinen, Einzelstücke, Eigenbauten, also sehr seltene Modelle, sage ich mal so einfach, die eigentlich der Öffentlichkeit sonst gar nicht zugänglich sind. Wie umfangreich war denn die Erstellung dieser Ausstellung? Gab es da besondere Herausforderungen oder Probleme? Ja, also Herausforderungen, die ist heraus erstanden. Wir sind ja eine Truppe von Geländefahrern, alle ursprünglich Geländefahrer, Geländesportler, einfach Hobbyfahrer wie ich. Natürlich auch Leute mit Meisterehren, Europameister, Deutsche Meister, Weltmeister. Wir haben also die ganze Bandbreite Ost, West, Nord, Süd. Und irgendwann sitzt man natürlich dann zusammen und denkt, Mensch, wir gehen in die Senioren, ins Seniorenalter. Was passiert mit unseren Maschinen? Und dann ist irgendwie die Idee geboren worden, Mensch, wir müssen die eigentlich der Nachwelt erhalten. Weil jeder von uns hat mehrere Motorräder zu Hause stehen, irgendwo im Keller, in der Garage. Wenn man dann so über 60 ist oder 70, 80, was passiert damit? Die Nachfolger haben, oder die Kinder, meine zum Beispiel, haben keinen Bezug dazu. Das heißt, irgendwann werden die Sachen auf dem Altmetall landen, sage ich mal einfach. Und da wurde die Idee geboren, Mensch, wir müssen doch mal ein Museum erstellen. Haben uns dann eigentlich auch darum gekümmert, hatten auch schon andere Räumlichkeiten. Und unseren Vorstandsvorsitzenden, Herrn Markus Schachtschneider, ist durch Zufall gelungen, dieses Objekt zu finden. Also das war eine ursprüngliche Diskothek hier in Schopau. Im Original Motorradwerk, in der Enduro-Hauptstadt Deutschlands, sage ich mal ganz einfach. Und ja, dann spontan in die Hände gespuckt und losgelegt, sage ich mal einfach. Mietfach abgeschlossen, Leute zusammengetrommelt, ein Förderverein gegründet, sehr viele nette, aktive Mitglieder, die am Wochenende hier wirklich arbeiten und sich hier, ja, ich sag mal, mächtig engagiert haben auch. Und ja, so ist die Sache hier entstanden. So werkeln wir jetzt über ein Jahr hier und mittlerweile tolles Objekt geworden. Arne Sigmund. Jetzt ist es soweit. Freitag, der 13. Ein schöner Tag für Schopau. Das Enduro-Museum steht vor der Eröffnung. Wie groß ist denn die Bedeutung für die Stadt? Erstmal Freitag, der 13. und wir sind nicht abergläubisch. Wir sind sehr froh, ich bin sehr froh, dass wir heute hier sein dürfen zu dieser Eröffnung. Im letzten Jahr haben wir den Titel Motorradstadt erhalten. Wir haben gesagt, das Ansporn für uns, die Tradition zu wahren, die Tradition zu pflegen. Und ich bin Herrn Schachtschneider und seinem Verein wirklich sehr, sehr dankbar, dass er das hier hinten in einer relativ kurzen Zeit an diesem geschichtsträchtigen Ort so auf die Beine gestellt hat. Wir haben ein Kombi-Ticket mit Schloss Wildeck zusammen, sind wir auch sehr froh drüber. Gerade hier an diesem Ort, wo MZ, wo DKW produzierte, wo jeder Raum Geschichte atmet und alle die Maschinen, die wir hier ringsherum sehen, waren im Einsatz, die waren im Gelände. Da erzählt jedes Stück seine eigene Geschichte von Niederlagen, von Triumphen, von Rennen. Wir sind dankbar und wir hoffen natürlich, dass viele Gäste aus Deutschland, aus ganz Europa, Fans des Endurosports, Motorradverrückte, hier zu uns nach Schopau in die Motorradstadt kommen. Das ist eine sehr erfreuliche Sache, dass die Enduristen aus Deutschland den Weg nach Schopau gefunden haben. Da Schopau eine große Motorsporttradition hat, Zweiradtradition, Gelände. Heute würde man dazu sagen Enduro. Und dass das Museum nach Schopau gekommen ist, ist eine Bereicherung für die Stadt, für die Umgebung und rundet das Bild von Schopau ab mit dem Museum im Schloss Wildeck in Augustusburg und mit den Veranstaltungen, Motorsportveranstaltungen, die in Schopau stattfinden. Eine Klassik-Geländefahrt, ein Weltmeisterschaftslauf, es ist ein Bergrennen in Schopau und es ist in Schopau mit zwei Rädern immer etwas los. Und es ist eine ganz großartige Sache, dass der Herr Schachtschneider sich hier so ins Zeug gelegt hat und hat dieses Vorhaben zu Ende gebracht, trotz aller bürokratischen Widrigkeiten. Harald Sturm, du hast quasi einen kurzen Weg ins Enduro-Museum. Wie findest du das Ganze hier? Das finde ich total toll. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass über meinem Geschäft mal ein Enduro-Museum entsteht. Aber es ist schon eine sehr schöne Sache. Hast du denn auch ein Motorrad aus deiner aktiven Laufbahn hier mit beigesteuert? Nein, mein aktives Motorrad steht noch bei mir im Laden, weil ich will ja die Klassik fahren. Da konnte ich das ja nicht beisteuern. Aber Pokale und Bilder, und das habe ich schon beigesteuert.
Wie sehr begeistert dich denn die Bandbreite der angebotenen Motorräder hier? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe 1974 mit diesem Sport angefangen und daher kenne ich die Produkte eigentlich. Wenn ich im westlichen Ausland war und da die Rennen bestritten hat, waren ja viele Marken unsere Konkurrenten. Ich finde es trotzdem toll, dass die jetzt bei uns in Schubau stehen, dass auch mal der Endurist oder die Enduro-Fans aus Schubau sehen, was es früher eigentlich für Technik gab, wie viele verschiedene Marken. Das finde ich schon sehr, sehr cool, dass die jetzt hier stehen. Was würdest du dir denn für die Ausstellung wünschen? Ja, dass immer viele Gäste kommen und sich das anschauen. Und die haben ja so viel investiert, die Helfer und alle. Das ist schon ein schönes Dankeschön, wenn da das sehr gut besucht wird. Jetzt gehe ich mal davon aus, du hast dich schon einmal umgeschaut im Vorfeld. Gibt es denn ein Motorrad, was dir besonders gut gefällt? Ach, das ist schwierig. Mir gefallen eigentlich fast alle sehr gut, weil das ist ja wirklich ein Traum, was hier an Fahrzeugen steht. Zinder, Hercules, Maybu, Montesa, alles, was damals mal gab. Da muss ich selber manchmal überlegen, ach, ja, das waren auch mal deine Konkurrenten. Uwe Weber, eine Enduro-Ausstellung, ein Enduro-Museum in Schopau. Da werde ich natürlich von dir eine Expertise. Wie findest du das Ganze? Ja, jeder, der sagt, es ist toll, der untertreibt. Und deshalb sage ich, es ist super, mega toll, dass so etwas hier praktisch an der Ursprungsquelle des Motorradbaus entsteht und entstanden ist. Hast du denn auch einen Teil dazu beigetragen? Ich würde sagen, ja, ich habe einen kleinen, vielleicht auch nicht ganz geringen Teil dazu beigetragen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten mich eingebracht, bin zweiter Vorsitzender vom Förderverein des Museums und natürlich da, wo Hilfe gebraucht wird, versucht man seine Zeit und die Mittel, die man zur Verfügung hat, dazu zu geben, dass so etwas entstehen kann. Denn ohne Unterstützung sind wir uns doch einig, alle zusammen hier, kann so etwas nicht geschaffen werden. Wir haben sicherlich absolute Raritäten dabei stehen, wie zum Beispiel diese DKW-Ladepumpe, ein Einzelstück weltweit noch, also und noch ein paar historische Motorräder, auch Einzelstücke, die selbst gebaut wurden, Werksmaschinen, also die gesamte Bandbreite. Ich möchte es keins hervorheben, aber es ist wirklich aus Ost und West alles vertreten.